Auch für die Industrie- und Handelskammer Magdeburg hat das neue Jahr 2018 begonnen. Traditionell wurde es mit dem Neujahrsempfang eingeläutet. Dieser fand am 11. Januar im Maritimhotel in Magdeburg statt. Rund 800 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport folgten der Einladung der IHK. Das Motto des diesjährigen Neujahrsempfangs lautete 2018 Europa. Wohin steuern Wirtschaft, Politik und Gesellschaft? Aber nicht nur die große Politik war wichtig, auch die Jahresziele der Unternehmer und Politiker aus Sachsen-Anhalt. Also natürlich geht es immer darum, das Geschäft weiter voranzutreiben. Wir wollen weiter unsere Kunden betreuen, mehr Aufträge generieren und auch ein kleines bisschen wachsen. Aber vor allen Dingen sind die Ziele für dieses Jahr auch für unsere Region etwas voranzutreiben. Wir sind in der Stadt Halberstadt eng verbunden und wir sind auch im Landkreis sehr aktiv und wollen natürlich, dass der Landkreis mit seinem Selbstbewusstsein und seiner Kraft weiter wächst. Nur positiv, das Glas ist halb voll. Die Aufträge sind gut und die Arbeit läuft auch gut. Die Handwerker sind gut bei der Stange und das ist das Wichtigste bei der ganzen Sache. Nun, ich würde mir wünschen, dass wir den Schwung, den die Wirtschaft und die Entwicklung des Landes Sachsen-Anhalt 2017 genommen hat, mit ins Jahr 2018 nehmen. Wir haben eine sehr ordentliche Entwicklung in unserer Wirtschaft erlebt. Es wird wieder mehr investiert, mehr Menschen haben Arbeit, haben sichere Jobs, es werden wieder mehr Kinder geboren. Kurzum, Sachsen-Anhalt ist auf einem ziemlich guten Weg und das konnten wir jetzt sehr schön am 31.12.2017 bilanzieren. Und jetzt schauen wir ins neue Jahr und denken, mit diesem Schwung könnte es nochmal so gut werden. Der feierliche Festakt wurde von der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie unter der musikalischen Leitung von Gerhard Oskamp eingeleitet. Ihnen folgte IHK-Präsident Klaus Olbricht, der kritisch über die großen Herausforderungen, die Sachsen-Anhalt in diesem Jahr wieder bevorstehen, sprach. Als Beispiele nannte er die Sommer- und Wintererlebniswelt in Schierke, den Fachkräftemangel, die Russland-Sanktionen sowie die Nordverlängerung der A14. Seit Jahren setzen wir uns zwar eine schnelle Lösung beider Probleme ein. Und immer wieder aufs Neue bin ich irritiert darüber, was in 12 Monaten alles nicht passieren kann, auch heute. Aus Berlin war zu hören, dass die Autobahn wegen fehlender Planungen, vor allem in Sachsen-Anhalt, nicht vor 2030 fertig sein kann. Unser Verkehrsministerium verspricht dagegen, 2022 ist es soweit. Es hieß aber auch schon mal 2017. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mit voranschreitendem Klimawandel und dem damit verbundenen Anstieg des Meeresspiegels die Brandung der Ostsee eher an die Stadtmauern von Magdeburg schlägt, als dass wir einmal trockenen Fußes die Küste erreichen werden. Das offizielle Grußwort hielt in diesem Jahr der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Rainer Haseloff. In seiner Ansprache stellte sich der Ministerpräsident der Kritik und gab unter anderem einen positiven Ausblick über den Haushalt des Landes. Wir haben Gutes getan. Im letzten Jahr hatten wir einen Haushalt zur Verfügung, der noch nie so groß war wie in 2017 und in 2018 ebenfalls, weit über 11 Milliarden Euro. Das ist für unser kleines Land ein enormer Haushalt. Und wir haben im Jahre 2017 allein 100 Millionen Euro mehr als in dem Jahr davor für öffentliche Aufträge für Sie ins Netz gebracht und damit allein 1,22 Milliarden Euro öffentliche Aufträge als Land generiert. Die Festansprache kam in diesem Jahr von Friedrich Merz. Im Jahr 2000 brachte er den Begriff der deutschen Leitkultur ins Gespräch, was politisch für einige Diskussionen sorgte. 2009 zog er sich von seinen politischen Ämtern zurück und ist seitdem unter anderem Vorsitzender des Netzwerks Atlantikbrücke. Da lag es nahe, dass er in seiner Festansprache ebenfalls das diesjährige Motto ansprach. In seiner Rede ging es um die Veränderung und Zukunft Deutschlands, Europas und den europäischen Zusammenhalt, beispielsweise bei der Digitalisierung. Machen? Wäre es nicht längst an der Zeit, dass wir das europäisch machen? Dass wir europäische Glasfasernetze, dass wir europäische Technologien entwickeln? Wäre es nicht vielleicht sogar auch richtig, dass wir einen Beitrag aus Deutschland dazu leisten, dass es ein großes europäisches, wettbewerbsfähiges, weltweit großes, wettbewerbsfähiges Unternehmen der Telekommunikationsindustrie gibt? Wir werden dazu wahrscheinlich unser Kartellrecht ändern müssen. Aber ist es richtig, dass wir Märkte für die Telekommunikation immer noch national abgrenzen? Statt sie mindestens europäisch zu sehen, eher global?
Großer Beifall von den Unternehmerinnen und Unternehmern. Die IHK Magdeburg und ihre Mitglieder sind gerüstet für das Jahr 2018 mit all seinen Überraschungen und Herausforderungen.